Hallo zusammen, heute habe ich für Fußball 3 Variationen anhand von Bällen mitgebracht. Es gibt unterschiedliche Bälle. Ich habe mal bei mir zu Hause geschaut, was ich so alles habe und auch was ich schon alles so im Training benutzt habe. Habe mal ein Foto gemacht und da sind noch nicht mal alle drauf. Also Fußball, den gibt es in unterschiedlichen Größen, Größe 3, 4, 5. Futsalball genauso, hier auf dem Bild wären das die beiden in größerer und kleinerer Größe. Miniball, American Football, Volleyball, Gymnastikball, Gummiball, Tennisball. Oftmals hat man auch noch so kleine Schaumstoffbälle zu Hause oder einen Tischtennisball. Manche auch einen Handball oder einen Petsiball, auf den man hin und wieder auch sitzen kann. Wasserbälle von den Kindern, die man mit dem Mund aufblasen kann. Luftballon, Basketball. All diese verschiedenen Bälle kann man im Training und für die Spiele einsetzen. Allerdings sollte man da die Eigenschaften des Balles berücksichtigen. Was sind die Eigenschaften? Wie setzen sie sich zusammen? Größe, Gewicht, Roll- und Flugverhalten, Material, Untergrund. Fangen wir mit der Größe an. Es gibt unterschiedliche Größen von Bällen. Hier sieht man einen Volleyball, der um einiges größer ist als ein Miniball. Auch beim Fußball gibt es unterschiedliche Größen. Die Bälle gibt es in 3, 4 und 5er Größen. Bei den Bambini, bei den ganz kleinen, empfehle ich, mit der Größe 3 zu spielen. Denn spielen die Kleinen mit der Größe 5, geht ihnen der Ball bis zum Knie. Und einem Erwachsenen geht der Ball ja auch nicht bis zum Knie. Als Alternative zum Fußball in Größe 3 eignet sich auch der Miniball. Der ist noch etwas kleiner und für die ganz Kleinen passen dann die Größenverhältnisse besser. Oder gehen wir auf das Gewicht. Ein Gummiball, ein Gymnastikball ist um einiges leichter wie ein Volleyball oder ein Fußball. Der Tennisball ist dazu noch klein, das heißt, die Kinder mit kleineren Händen können den Tennisball besser fangen als einen größeren Ball. Die Bälle haben weiterhin ein unterschiedliches Roll- und Flugverhalten. Ganz deutlich wird das am American Football. Wer mit einem American Football schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, der Ball macht, was er will. Er springt einmal nach rechts und einmal nach links. Ich muss mich schnell darauf einstellen. Das heißt, er schult auch die Reaktionsschnelligkeit. Und dazu macht es noch ungemein Spaß, weil keiner weiß so genau, wo der Ball als nächstes hingeht. In Bezug auf das Material ist zu beachten, was mache ich mit dem Ball. Wenn ich zum Beispiel das gute alte Völkerball spiele, bei dem sich Kinder abwerfen sollen, dann empfehle ich hier eher einen leichten Gummi- oder Gymnastikball als einen schweren Fußball oder einen American Football. Genauso kann ich dafür auch einen kleinen Schaumstoffball hernehmen. Dann können ihn die Kinder weiterwerfen. Und ganz entscheidend ist auch, wo mache ich das Ganze? Ein Tennisball rollt wunderbar und ist sehr gut zu spielen in der Halle oder auf einem Kunstrasenplatz. Auf einem Rasen habe ich da größte Probleme. Da rollt er nicht so, wie man sich das vorstellt. Dementsprechend sollte man auch immer den Untergrund in seine Entscheidungen mit einbeziehen, mit welchem Ball man spielt. Weiterhin kann ich verschiedene Provokationsregeln aufstellen während des Spiels. Ich kann zum Beispiel sagen, wir spielen 3 gegen 3 mit einem Miniball und jetzt kann ich sagen, wir spielen das mit dem Fuß. Dann wäre es Fußball. Oder wir spielen es mit der Hand. Dann wäre es Handball. Und ich schule gleich das Torwartspiel, das Fangen bei den Kleinen. Ich kann aber auch sagen,
Wir spielen das Spiel mit der Hand und Tore können nur mit dem Knie erzielt werden oder dem Fuß. Vorsichtig wäre ich bei den Kleinen, deshalb habe ich es hier auch nicht aufgeschrieben, mit dem Kopf bzw. ein Kopfball. Der sollte wohl dosiert und mit ganz leichten und weichen Bällen bei den Kleinen eingesetzt werden, wenn er überhaupt eingesetzt werden sollte. Ich bin dafür, ihn bis zur E-Jugend wegzulassen oder höchstens einen Gummiball oder einen Schaumstoffball zu nehmen. Dann kann ich natürlich sagen, wie viele Ballkontakte darf ich haben? Muss direkt gespielt werden? Mit zwei Ballkontakten? Muss oder kann? Genauso auch eine Art drei Ballkontakte. Ja, damit provoziere ich ein Verhalten der Kinder bzw. der Kinder, die nicht am Ball sind. Damit beeinflusse ich dann das Spiel an sich. Genauso kann ich Passvorgaben machen. Zum Beispiel, dass der Ball nur nach hinten gespielt werden darf. Das bedeutet für meinen Mitspieler, es macht keinen Sinn, sich vor mir anzubieten. Er muss sich also hinter mir anbieten oder seitlich von mir, damit er den Ball bekommen kann, wenn ich den Ball nur nach hinten spielen darf. Das provoziert natürlich Dribblings, weil nach vorne komme ich nur, wenn ich den Ball nach vorne dribble. Genauso gut kann ich auch sagen, der Ball darf nur nach vorne gespielt werden. Dementsprechend müssen sich die Mitspieler vor dem Ball anbieten, damit sie ihn bekommen können. Auch das provoziert ein anderes Verhalten. Und dann gibt es auch noch das Rückwärtsspiel. Das heißt, der Ball darf nur über den Kopf, durch die Beine, am Körper vorbei, nach hinten gespielt werden. Das heißt nicht, dass er nicht in Spielrichtung gespielt werden kann, sondern er darf einfach nur nach hinten gespielt werden, über den Körper oder unter dem Körper vorbei, beziehungsweise an der Seite. Könnt ihr euch mal anschauen, bei Advanced Football findet ihr ein Video auf YouTube. Das Spiel schult extrem das Umblickverhalten und das nach hinten gucken, den Schulterblick. Ja, und ein 360 Grad schauen, wo kann ich meinen Ball hinspielen. Weiterhin kann ich Laufvorgaben machen. Das heißt, wie viele Schritte darf ich zum Beispiel mit dem Ball in der Hand laufen? Oder ich gebe vor, du darfst so lange laufen, bis dich ein Gegenspieler berührt hat. Und dann musst du den Ball spielen. Auch das wäre eine Provokationsregel, die dem Spiel eine ganz andere Wendung gibt und das Verhalten der Spieler beeinflusst. Weiterhin kann ich auch die Anzahl an Bällen variieren. Ich kann mit einem Ball spielen oder ich kann das Spiel auch mit zwei Bällen machen und schauen, wie verhalten sich dann die Kinder. Bei mehreren Spielern spiele ich 5 gegen 5, 6 gegen 6, kann ich auch mal einen dritten Ball versuchen mit reinzunehmen und zu schauen, wie verändert es das Spiel und wie verhalten sich meine Kinder. So habe ich allein durch die Bälle sehr viele Variationsmöglichkeiten, um auf das Fußball 3 einzuwirken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch einige Anregungen geben. Und wenn dem der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir unten einen Klick auf den Daumen nach oben da lasst. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal.